Hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing auf meinem YouTube-Kanal mit dem iPad Pro, was ich hier direkt vor mir liegen habe in der 11 Zoll Variante. Ich wünsche dir viel Spaß. Tja, still und heimlich hat Apple dieses Jahr das neue iPad Pro 2020 präsentiert gehabt, beziehungsweise es gab gar keine Präsentation in Wirklichkeit, sondern einfach nur ein Release auf der Homepage, hat man gesehen, okay, es gibt jetzt ein neues iPad Pro. Und für mich war das super gewesen, denn mein letztes iPad hatte ich, und zwar das iPad Air 2, 2014 gekauft gehabt. Das heißt, es sind jetzt schon ein paar Jahre ins Land gegangen, es hat sich einiges verändert und dadurch, dass da jetzt inzwischen ein USB-C-Anschluss drin ist, habe ich gedacht, okay, ich steige einerseits auf die Pro-Variante natürlich um. Wird sich auf jeden Fall lohnen, da ich auch Bilder dann darauf abspeichern kann bzw. direkt anschauen kann, nachdem ich sie fotografiert habe. Und für mich war ganz wichtig, vor allem im Vergleich zum 2018er Modell, dass hier schon die Basisversion mit 128 GB herkommt, was auch im Prinzip dem entspricht, was Apple uns nämlich verspricht. Apple sagt, dein neuer Computer ist gar kein Computer mehr, sondern ein Tablet-PC. Und wenn man sich mal umguckt, gibt es nämlich auch gar keine Laptops mehr oder Notebooks mehr, die mit weniger als 128 GB herkommen. Deswegen, ja, fangen wir einfach mal an mit dem Unboxing. Ein Unboxing-Messer brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr, weil die Verpackung hier sich geändert haben. Das heißt, wir ziehen das Ganze einfach mal auf. Ich habe hier die silberne Variante. Davor hatte ich das iPad Air 2 in Space Gray gehabt. So, das legen wir beiseite. Deswegen hatte ich wieder Bock auf ein silbernes Gerät. Und worauf ich mich hier am meisten freue, ist das neue Display. Mit 600 Nits kommt es daher, ist ein Liquid Retina Display. Das heißt, wir haben hier keine Ecken mehr, sondern abgerundet das Ganze in den Ecken, sodass wir eigentlich einen gleichmäßigen Rand haben. Nicht nur eigentlich, wir haben einen gleichmäßigen Rand auf allen Seiten. So, ich packe mal das Ganze hier aus. Wieder ein silbernes iPad. Wir ziehen die Folie ab. So. Und da ist schon die offensichtlichste Änderung im Vergleich zum 2020er Modell, und zwar die neue Kamera. Die ist hier jetzt schon zu sehen. So, wir packen das Ganze aus. Jetzt muss ich dem Ganzen selber widerstehen und es kurz zur Seite legen, denn in guter Unboxing-Manier schauen wir uns erstmal an, was noch da drin ist. Wir haben hier einerseits Papiere. So, was haben wir denn da drin? Toll, ein riesen fetten Platzhalter hier drin. Naja, auch witzig, man kann das Ganze auch mit Luft füllen. Ne? Wir haben hier drin die Anleitung iPad Pro, wie man das Ganze startet. In zig verschiedenen Sprachen. So, was haben wir noch? Garantiehinweise und natürlich ganz große Sticker sind hier auch mit dabei. So, ich habe eine relativ große Hand, so sehen die Sticker aus. Ich habe sie ehrlich gesagt nie gebraucht. Ich habe zigtausend Sticker hier noch von meinen ganzen iPhones rumliegen, von meinem iPad rumliegen, die ich nie verwendet habe. Keine Ahnung, warum die Leute da so scharf drauf sind. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht verstehe ich es ja im Nachgang. So, packen wir das beiseite. Richtig cool, USB-C auf USB-C. Das heißt, wir laden hier mit einem Schnellladegerät. 18 Watt müsste es, glaube ich, haben. So, und eigentlich war es das schon. Also es gibt gar nicht viel mehr zu sehen. Die Verpackung bzw. der Packungsinhalt ist ja immer recht überschaubar bei Apple. Wie gesagt, unterscheidet sich dieses iPad 2020 eigentlich kaum vom iPad 2018, sodass sich ein Umstieg von dem 2018er Modell meiner Meinung nach nicht aufs 2020er Modell lohnt. Die einzigen Unterschiede sind tatsächlich hier diese Kameraeinheit. Wir haben hier noch zusätzlich einen LiDAR-Sensor mit verbaut, der eben Augmented Reality noch mal ein bisschen verfeinern soll. Was macht überhaupt dieses LiDAR, was da jetzt angebaut ist, dieser Laser? Der verschießt im Endeffekt Infrarotstrahlen auf eure Umgebung und kann damit erfahren, wie weit etwas weg ist, beziehungsweise kann somit Tiefe messen. So ähnlich funktioniert es eben auch beim Face ID.
Was wir hier übrigens auch mit verbaut haben, eben hier vorne drin, so wie beim iPad der 2018er Version oder eben bei den iPhones. Ansonsten mit den Kameras konnte ich persönlich bisher nicht viel anfangen, habe ich nicht wirklich gebraucht beim iPad. Klar, was Augmented Reality angeht, wenn ihr zum Beispiel als Makler durch die Gegend lauft und vielleicht so ein bisschen euren Kunden oder euren Interessenten Eindruck vermitteln wollt, wie vielleicht eine Wohnung vollgestellt aussehen könnte, dann könnte es vielleicht interessant sein, aber für Otto Normalverbraucher eigentlich momentan noch kaum interessant. Ich würde sagen, wir schalten es mal kurz an. Mann, habe ich fettige Hände. Das Display ist jetzt schon komplett voll mit Fingerdappern. Übrigens, neben den 120 Hertz bietet das Display auch noch zusätzlich 600 Nits. Das heißt, es ist relativ hell und so, dass ihr es eben draußen auch verwenden könnt, wenn es mal etwas sonniger werden sollte. Für all diejenigen, die das iPad 2018 bereits in den Händen hatten oder beziehungsweise bestens schon auswendig kennen, wird es jetzt erstmal nicht viel Neues geben. Schauen wir uns aber mal genau die ganzen Details an. Auf der Rückseite sehen wir, wie gesagt, bereits die Kameraeinheit, die so ein bisschen an die erinnert von dem iPhone 11 Pro, wobei sich hier drin nur zwei Linsen befinden, quasi die normale Linse und die Weitwinkellinse, sowie eben dieses neu eingebaute LiDAR-Lasersystem, das eben eine Tiefenwahrnehmung ermöglicht. Auf der Unterseite sehen wir hier unten ebenfalls die drei Konnektoren, die eben auch schon beim iPad 2018 vorhanden waren. Und ansonsten hat sich designtechnisch absolut gar nichts getan, wie gesagt, bis auf die Kamera im Endeffekt auf der Rückseite. Im Inneren hat sich ein bisschen was getan. Und zwar haben wir hier jetzt den 12Z-Prozessor, der sich im Endeffekt auch nicht wirklich von dem letzten Prozessor unterscheidet. Interessant zu wissen ist, dass das 2018er Modell schon bereits schneller war als das 2020er Modell des MacBook Air. Und ich finde, das will schon etwas heißen. Und ich meine, es spricht auch wirklich alles dafür, dass Apple wirklich in diese Richtung jetzt weitergehen will. Wenn man sich jetzt mal das Smart Folio anguckt, beziehungsweise das Keyboard, das jetzt noch im Laufe des Jahres präsentiert oder besser gesagt released wird, deutet einfach alles darauf hin, dass das Ganze in Zukunft doch den Laptop ersetzen könnte oder den stationären PC, den wir zu Hause haben. Dadurch, dass wir jetzt auf der einen Seite mehr Speicher von Grund auf bekommen, auf der anderen Seite eine Tastatur, die eben auch ein Touchpad beinhaltet und eben ein Datenmanagement seit dem letzten iOS-Update bzw. seit iPadOS überhaupt. Das macht schon einiges möglich. Mit USB-C haben wir hier sogar die Möglichkeit, Daten von extern einfach direkt quasi von einer externen Festplatte draufzuschieben. Das macht das Ganze viel offener und so kenne ich Apple ehrlich gesagt bisher noch gar nicht. Die Richtung, in die sie sich jetzt aber entwickeln, gefällt mir persönlich sehr gut und ich bin sehr gespannt, was ich mit diesem Gerät alles anfangen kann, was ich damit in Photoshop machen kann, wie es funktioniert, auch Videos mal drauf zu schneiden und vor allem, ob ich das Ganze an einen externen Monitor anschließen kann, so wie mein MacBook momentan auch. Muss ich einfach alles ausprobieren und dann werde ich es euch verraten. Ansonsten gibt es auch nicht mehr zu sagen von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem kleinen Unboxing. Und ansonsten werde ich auch auf jeden Fall ein Review noch dazu machen, wie meine Erfahrung damit ist. Aber eben erst, nachdem ich das Gerät auch gründlich ausgetestet habe. Wie immer freue ich mich über sämtliche Kommentare von euch. Stellt mir ruhig Fragen in die Kommentare unten. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Nur damit bringt ihr mich vor allem weiter, auch in Zukunft. Und ermöglicht vor allem, dass ich das Ganze hier weitermachen kann. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.